warten wir nur noch auf die Kollegen. Aussuchen können, dann nehmen wir den, ne? Hallo. Zack. Moin. Montag, 12. August, neue Woche. Das ist so ein bisschen gefühlte Endspurtwoche. Nächste Woche soll Wietzendorf hier losgehen. Eben war schon Tieflader hier, denn da habe ich aber, die Kamera war noch am Sonntag, während ich schon am Montag war. Ich war leider nicht dabei. Der ist gerade wieder vom Hof, hat zwei Scherenpodeste gebracht, die stehen da hinten. Hat mir nur noch den Schlüsselcode da gelassen. Ich denke mal, Jens wird jetzt auch irgendwann kommen, dann trinken wir noch mal einen schönen Kaffee und dann muss man vielleicht erstmal hinten den Beton befreien von der Folie. Denn eigentlich soll heute Startschuss sein, Aufbau, Hallenanbau. Bislang ist von den Monteuren noch keiner hier. Ich habe noch einen handlichen Ordner im Schrankformat für die, den ich überreichen soll. Der wurde zugeschickt. Das machen wir dann und dann wollen wir mal gucken, dass das da vorangeht. Ich hoffe, dass das alles so klappt, wie das abgesprochen ist. Da gibt es nämlich so ein paar Feinheiten, die hier anders sind als woanders, aber wir werden sehen. Jetzt wollen wir erstmal eben schnell einen Frühstückskaffee trinken, wenn Jens da ist. Und dann geht das los. So, haben eben das Stromaggregat eingewintert. Das stand ja hier noch rum. Das muss erstmal weg. Jetzt hat Jens den Weidemann mitgebracht, glaube ich zumindest. Den alten Plattformwagen von der neuen Platte runterziehen. Folien weg, Bretter weg. Denn die werden ja jetzt irgendwann dann auch mal das Montageteam, jetzt ist 9 Uhr, aufschlagen, will ich mal hoffen. Naja, lass uns überraschen. So, ja. Scheiße hier.
vor, der rollt, oder? Aber warte mal, vielleicht geht's um. Nee, geht nicht. Schön piekfein glatt, so wie es sein soll. So, da vorne ist ein Stück trocken, da kann man das genau sehen, wie es aussieht, wenn es trocken ist. Das ist hier nachher auch gleich trocken, das dauert nicht lange bei der Sonne heute. So, hier blendet alles von der Sonne. Das ist glatt wie ein Babypopo. Ist schon geil. Kannst du so pudern und wickeln, Jens? Da lässt sich das drauf fegen. Das ist gut. So, dann dürfen die jetzt auch mal kommen, ne? Ja. Für die Palette stellen wir noch mal eben irgendwo hinten an der Seite oder so, ne? Genau. Dann ist die auch weg. Ina fährt mich spazieren, Schlepper holen, aus Allerstedt. Die Firma Lüftkontor hat hier Maschine gebracht heute. Geht langsam los mit die Halle. Jetzt warten wir nur noch auf die Kollegen, damit die hier loslegen können. Scherenbühnen haben sie auch schon da. Fantastisch. Der eine geht und der andere kommt. Aber der wird wohl auch irgendwie Material haben hier für die Jungs. Wenn die dann mal irgendwann aufschlagen hier, bin ich mal gespannt. Die Ampel muss immer noch weg, steht da. So, dann wollen wir gleich mal gucken, wo er steht. Und dann zusehen, dass wir wieder nach Hause kommen. Das ist nämlich schon 10 vor 11 jetzt.
So, den Schlepper kriegen wir nicht mit. Den Schlepper kriegen wir mit, gucken wir gleich. Und hier steht nämlich gerade so ein schöner neuer Lampen mit Flexpack und diesmal auch mit Steinsicherung. Wir hatten ja den mal zur Vorführung, in den alten Videos könnt ihr euch das angucken. Und der hat aber keine Steinsicherung. Dieser, jetzt gibt es den tatsächlich auch mit Flexpack und Steinsicherung dran. Das ist schon eine geile Maschine, ey. Das ist wirklich geil. Da würde ich auch noch gut drunter aussehen, glaube ich. Aber das ist heute nicht das Thema. Wir müssen los, wird Zeit. Da stehen so viele schöne Maschinen rum. Ich muss mal noch mal verabreden, noch mal einmal zum Gucken hier. Aber nicht heute. So, nur aber ab nach Husen. Wir sitzen hier auf einem 724 Profi Plus. Power Plus, Entschuldigung. Power Plus. Und der hat 293,1 Betriebsstunden. Also ist nicht der geworden. Und jetzt wollen wir nach Hause. Warum sitzen wir da drauf? Ganz einfach, weil wir für die Ernte zum Abfahren gerne einen Schlepper zu haben wollten mit K80. Und wir haben, kann man von hier nicht sehen, wir haben eine K80 dran. So. Also der ist im Grunde so wie den Mietschlepper aus dem Frühjahr, bloß halt kein 27, sondern 724. 27 hätte auch gereicht, aber wir nehmen, was wir kriegen, ne? Ich hatte so gesagt, irgendwie ab 160 PS, K80, das war wichtig. Ursprünglich waren, glaube ich, war ein 516 eingeplant. Und ja, jetzt ist es halt 724 geworden. Aber da beschwere ich mich nicht drüber, das passt schon. Ja, 11.05 Uhr. Jetzt aber Schubrakete. Da haben wir den Salat. Sollte ja eigentlich die Firma, die Aufbaufirma von der Halle schon da sein. Heute Morgen kam ja die Shampoo-Teste, habt ihr gesehen. Da kam vorhin wohl irgendwie noch, das habe ich aber gar nicht mehr mitgekriegt, Merlo oder keine Ahnung, irgendein Titellader. Und jetzt steht ein LKW auf dem Hof mit Material. Das hieß immer, kein Material abladen, das soll die Aufbaufirma machen. Das hat halt Gewährleistungsgründe. Ne? Ja, und hier steht er da. Aber von der Aufbaufirma ist auch keiner da. Keine Ahnung. Ich werde gleich mal hier mit ihm zu Hause schnacken, gucken, was da drauf ist. Vielleicht lade ich das trotzdem ab, ich weiß es auch nicht. Und da kann der LKW-Fahrer auch nichts für. Dem ist jetzt der Tag versaut. Aber wir können halt auch nichts dafür. Ne? Irgendwas ist immer. Jetzt sehen wir mal zu, dass wir nach Hause kommen. Radio wieder laut. Big FM kann man auch mal machen. Habe ich noch gar nicht gehört. Und dann sind wir hoffentlich bald da. Jetzt sind wir Sinn. So, da steht das gute Stück. Alles hier auf dem Haufen, weil kein Platz ist. Und ich will mal gucken, wie weit Jens ist. Eben gerade kam jetzt auch der PKW mit den Monteuren. Witzigerweise haben die mich überholt, hinter Sittensen. Und ich war vor denen auf dem Hof. Lull. Ja. Weiter im Text. Jetzt ist auch gleich schon Mittag. Scheiße. Jo, so, das erste, was wichtig war für diese Woche, ist quasi fast fertig. Und das ist die Unterkunft für die Erntehelfer. Ina geht ja jetzt die Tage nochmal einmal durch, quasi Endreinigung, nochmal einmal putzen, Betten beziehen, ein bisschen den Kühlschrank vorfüllen und so weiter. Schlepper ist schon mal da für nächste Woche. Und die Hallenbauer legen los. Das ist schon mal gut. Hier noch mal eben nach dem Wasser gucken. Das ist mir ganz schön heiß geworden. Futter hatten sie heute alle schon. Ja. Olaf, was ist los?
Ja. Ist doch scheiße hier. Hallo. 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 Ja, keiner will kuscheln. Dann nicht. So. Ja, da lassen wir noch mal ein Wasser reinlaufen. Das ist ein bisschen knapp. Nein, Olaf. Nein. Nein. Nicht wieder am Schlauch klappern. Oh. Kinder, was soll das? Ihr habt doch fließend Wasser bei euch zu Hause. Wollt ihr das auch hier den Alpakas nicht klauen? Was? Was? Hallo? 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 Ja, ja. Feini. Schon wieder. Dienstag, 13. August. Moin. So, ach scheiße. Fuck. Was ist denn jetzt der Schlüssel? Also die Hallenbauer sind in Gang. Die sind eben angefangen. Die sind um 7 angefangen. Wir haben heute auch ein bisschen früher angefangen. Der Kaffee ist schon durch. Jens ist jetzt gerade los mit dem Weidemann zum Klempner, weil wir haben zu wenig Wasserdruck. Das ist ein Grütze, ey. Zu wenig Wasserdruck im Erntehelferhaus. Und da haben wir gestern mit dem Klempner geguckt, haben gesagt, okay, pass auf. Also es ist so geplant, dass wir, wenn wir das Haus erschließen, das kommt alles von da, Wasser, Strom und so weiter, dann wollte ich eine neue Wasserleitung auch zum Gartenhaus mit hinlegen. Und hatte gehofft, dass das dieses Jahr noch so geht, aber wie gesagt, der Druck ist nicht ausreichend. Deshalb legen wir jetzt die Leitung, die haben wir bestellt, eine PE-Leitung, 100 Meter, die hier später angebuddelt werden soll. Die holt Jens jetzt gerade eben vom Klempner hier im Dorf mit dem Weidemann und dann legen wir die hier fliegend hin. Das ist ja nur bis, ja keine Ahnung, Ende Oktober oder sowas. Und in dem Moment, wo wir dann hier aufgraben, schmeißen wir die mit rein und dann ist es gut. Also das ist jetzt nicht unnütz Geld ausgeben, es ist jetzt eben 2 Stunden Arbeit. Aber gut, ist so. So, ich wollte eigentlich die Bude aufschließen, aber vielleicht hat Jens das auch schon gemacht, weil der Elektriker heute auch noch kommt. So, gleich geht's weiter. Da ist er ja, für die Leitung. Gut, fein. So, meine Handschuhe sind noch da irgendwo. Wir müssen irgendwie durchs Gestrüpp hier. Na, hast du ein dickes Rohr gekriegt? Ja, nachher kriegst du auch noch einen großen neuen Ständer. Oh, das war jetzt aber so früh am Morgen, so viel Schweinkram. Guck mal an, die sieht ja gut aus, wa? Müssen wir die jetzt noch erst in der Sonne legen? Nee, das geht so. Die ist ja schon warm. Die lag da schon lange. Ja, das ist ja gut. Ja, dann die Idee ist, dass wir das jetzt von der Gabel so abrollen. Wir müssen jetzt da durch die Astgabel, da oben, nein, dann da hinten durchs kaputte Fenster. Gott sei Dank hat das Fenster einer kaputt gemacht. Ja. Sonst hätten wir gar keine Möglichkeit, die Leitung zu verlegen. Genau. Da oben durch das kaputte Fenster durch und dann binden wir das an den Balken fest. Das ist der Plan. Also im Grunde ist das schon fertig, muss nur noch gemacht werden. Ja. Fertig, Klempner kann kommen. Nein, jetzt brauchen wir eine Leiter da oben rein und dann wird es gleich ein bisschen ficklinscher. Aber ach, das klappt schon. Wir haben eine Stunde Zeit. Jetzt noch nicht ganz eine Stunde. Um 9 müssen ihn noch nicht los. Wir haben einen Termin. Leider, leider, leider. Passt mir gar nicht. Aber das muss auch fertig. Und zwar müssen wir uns wegen der Küche für unser neues Haus beraten lassen und da haben wir einen Termin für. Und die haben geschrieben, man soll sich darauf einstellen, dass es 3 Stunden dauert. Was? Ich brauche ein paar Schränke und einen Backofen. Kann doch nicht 3 Stunden dauern. Da müssen wir dann nochmal drüber reden, wenn wir da sind. Auf jeden Fall wollten wir jetzt schnell die Leitung reinlegen, damit der Klempner, wenn er später kommt, späten Vormittag, das aufklemmen kann. Dann kommt der Elektriker heute Nachmittag noch wegen Dunstabzug.
Und Kartoffelroden macht Jens jetzt. Das ließ ich auch nicht anders machen. Das ist jetzt verlegt auf 9.30 Uhr. Ein Zug leer. Naja, bis dahin wollen wir die Leitung aber hier verlegt haben, beziehungsweise bis um 9, weil um 9 müssen wir losjubeln. Jo, Leitung liegt bis da hinten, alles schön hoch, da fährt keiner ran. Jens bohrt jetzt noch ein Loch durch die Decke, Holzdecke, also auch nicht so schlimm. Einmal runterstecken und dann kann der Klempner nachher beide Enden anklemmen. Und dann ist das fertig. So, und wir müssen jetzt gleich los in dieser Küche da. Schlag aber jetzt die Kartoffeln dann runter und jetzt geht's zum nächsten. Ich habe den 7,18 Grad nach Hause gebracht, da war noch eine Kiste Kartoffeln drauf für den Verkauf hier. Wie gesagt, der Schlag ist geräumt und jetzt geht's weiter zum nächsten. Mal gucken, wo die sind. Ständer stehen schon. Die Giebelwand haben sie weggebaut. Es geht langsam voran. Oh, es ist geschafft. Aber nochmal müssen wir für die Küche nicht los. Das hat geklappt. So, zwischenzeitlich war hier Mauerfirma da. Die Böcke aufgestellt und Schnüre gespannt. Der Klempner ist da. Hat das Wasser, glaube ich, auch schon fertig. Der Elektriker war da, hat Jens gesagt. Und Kartoffeln haben sie auch fertig gerodet. Und die sind auch schon unterwegs. Und wir haben noch Wasser gekauft. Und ich bringe jetzt erstmal den Hallenbauern ein bisschen Wasser. Das sind 34 Grad, hey, unnormal. So, überall Wasser neu machen. Und da steht der große Merlo Roto. Das ist einfach eine geile Maschine, ne? Und die haben schon ein paar Träger aufgestellt. Das geht gut voran da. Kann man nicht meckern. Und das trotz irgendwie jetzt mittlerweile 35 Grad. Alter Schwede.
Was eine Hitze. Ruhig, auch nicht mehr lange. Mittwoch, 14. August. Und da ist so ein bisschen dunkel. Bisschen dunkel. Also ich hätte jetzt nichts dagegen, wenn wir ein bisschen Regen abkriegen würden. Ansonsten geht es hier gleich weiter. Die Jungs kommen mal um 7. Die machen von 7 bis 18 Uhr. Und vorne kommt gleich der Maurer und dann sollen die Streifenfundamente ausgebaggert werden. Also geht es da auch los. Piekfein. Jo, und dann müssen wir mal gucken, wie wir weiterkommen. Ich habe heute eigentlich so viel auf dem Zettel, dass ich wahrscheinlich nicht mal die Hälfte schaffe. Aber gut, wir werden sehen, wie der Tag läuft. Jetzt gibt es noch schnell eine Tasse Kaffee. Und dann kommen um 7, wie gesagt, die ganzen Handwerkgassen. Da wollen wir mal gucken, wie es läuft. Aber jetzt erstmal noch eben Kaffee. Bis gleich. Jo, kleines Gewitter. Regen ist dabei. Läuft. Ed! Was machst du? Ich lackiere heute. Du bist kein Schwarzmaler. Nein, heute ist Weißmaler. Weißmaler. Aber bevor du weitermachst, wollte ich noch mal eben erzählen, dass das Video zu Ende ist, weil wir machen jetzt mal eins mehr. Ja, schön. Ja, machen wir so. Freuen sich die Leute. Genau. Also für euch ist dieser Tag schon rum. Nein, zumindest in diesem Video. Ja. Der Tag geht für euch im nächsten Video weiter. Genau. So machen wir das. Ich kopiere nur schon mal eben die Dateien schnell rüber. Also sagen wir jetzt tschüss. Ja. Danke, reinhauen. Amazing. So, dann hier machen wir weiß. Wofür Jens das macht, das seht ihr dann im nächsten Video. Ja, wenn das Licht angeht. Wenn das Licht angeht, ja. Dauert noch ein bisschen, ist gerade düster. Ja. Piekfeines Weiß. Ja. Voll geil.